Wir haben diese Woche den 8. März, den Internationalen Weltfrauentag, den gibt es seit 100 Jahren, wurde der einberufen, der 8. März für uns Frauen, wo unsere Wertschätzung gefordert wird, damit wir unsere Gleichbehandlung und fangen die Ungleichheit und auch Gewalt an Frauen an. Wir Frauen fordern mehr Frauen in Führungspositionen, wie auch mehr Frauen in politischen, wirtschaftlichen Bereichen. Es ist sehr wichtig. Am 10. März war der Equal Pay Day, wo auch die Gleichbehandlung von uns Frauen in den Gehaltsforderungen sind. Wir sind immer noch 18% unter dem Gehalt von den Männern. Wir Frauen dürfen jetzt bis zum 10. März dieses Jahr arbeiten, dass wir das Jahr 2020 gleichgestellt sind zu unseren Männern. Ich bin ein Gewerkschaftsmitglied aus der NGG. Die NGG fordert für ihre Gastrohotellerie, für diese Mitarbeiter, die schon ein Jahr im Lockdown sind und so gut wie kein Kurzarbeitergeld bekommen, sondern schon im Hartz IV sind, bessere Bedingungen. Viele Frauen sind in der Pandemie auf Teilzeit zurückgegangen, wegen Homeschooling, Homeoffice und somit für die Kinderbetreuung zu Hause zu sein. Somit automatisch Gehaltskürzung, wie auch später eine Rentenkürzung. Das sind die Themen, was ich als NGG-Mitglied, Betriebsratsmitglied und Gewerkschafterin fordere. Wir Frauen müssen uns besser organisieren, mehr in der Gewerkschaft. Liebe anwesende Frauen, 69 Tage musst du für dieses Jahr arbeiten, um den Gehalt der Männer vom 31.12.2020 zu erreichen. Vor zwei Tagen war es soweit, der symbolische Equal Pay Day hat stattgefunden. Dieses Jahr, kurz nach dem Internationalen Frauentag am 8. März. Seit über 100 Jahren findet dieser schon statt und noch immer ist es wichtig, für die Rechte von Frauen einzustehen. Immer wieder werde ich gefragt, warum wir diesen Tag denn immer noch bräuchten. Frauen und Männer seien noch gleichgestellt. Im Folgenden kommen Gründe, die diese Frage hoffentlich beantworten und verdeutlichen, warum wir noch weit entfernt sind von einer echten Gleichstellung. Beginnen wir mit dem Gender Pay Gap, also dem Bruttoeinkommensunterschied zwischen Männern und Frauen. Dieser betrug 2020 immer noch 18%. Das Statistische Bundesamt gibt an, dass 71% dieses Unterschiedes auf eine strukturelle Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt zurückzuführen sind. Das heißt, Frauen werden schlechter bezahlt, sind weniger in Führungspositionen zu finden, arbeiten wesentlich häufiger in Teilzeit oder sogenannten Minijobs. 47% aller erwerbstätigen Frauen sind nur in Teilzeit angestellt. Der Hauptgrund: Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen. All dies hat, um es nochmal zu verdeutlichen, nichts mit der Qualifikation von Frauen zu tun. Denn junge Frauen sind heute vergleichsweise besser ausgebildet als ihre männlichen Altersgenossen. Gute und bessere Ausbildung schützt also nicht vor einer Benachteiligung im Erwerbsleben. Dies alles trifft auch auf die Situation vor dem Pandemieausbruch schon zu. Die aktuelle Krise trifft Frauen besonders hart. Seit fast einem Jahr zeigt sich deutlich, dass Gleichstellung noch vor großen Herausforderungen steht. Frauen, besonders Mütter, haben ihre, wie schon erwähnt, vorher geringere Arbeitszeit nochmals um 7 Stunden pro Woche reduziert. 66% von ihnen haben angegeben, dass die Hauptlast der Kinderbetreuung von ihnen übernommen wird. Zum Vergleich nur 7% der Väter gaben es an. Die freiwillige Reduzierung von Arbeitszeit durch Mütter und Frauen zu Beginn der Krise konfrontiert sie mit anderen neuen Hürden. Sie müssen für eine Aufstockung auf vorheriges Niveau mit ihren Arbeitgebern verhandeln. Denn im Gegensatz zur Kurzarbeit haben sie kein automatisches Rückkehrrecht auf vorherige Stundenzahl. Sie sind mit Vorteilen konfrontiert, die ihnen mangelndes Engagement für den Beruf unterstellen und die Gefahr bergen, dass sie bei kommenden Aufstiegsmöglichkeiten nicht berücksichtigt werden oder Weiterbildungen eher erkämpfen müssen. Auch vom Kurzarbeitsgeld, das viele Jobs gerettet hat, profitieren Frauen weniger. Sie bekommen durch fehlende Tarifvereinbarungen weniger Aufstockung durch die Arbeitgeber. Zudem bekommen sie generell weniger, da Entgeltersatzleistungen vom Nettoeinkommen abhängen. Und dieses ist nicht zuletzt durch die Lohnsteuerklasse 5
sehr häufig geringer als bei Männern. Durch die Übernahme der hauptsächlichen Haus- und Sorgearbeit ermöglichen es Frauen, dass Männer in Vollzeit arbeiten können und beispielsweise für die Rente vorsorgen. Um diese Entgeltlücke noch ein bisschen anschaulicher zu machen: 2/3 der erwerbstätigen Frauen haben keine langfristige Existenzsicherung, keine Vorsorge für Alter, für Arbeitslosigkeit und Ähnliches. Knapp 80% der erwerbstätigen Frauen können mit ihrem Einkommen nicht langfristig für sich und ein Kind sorgen. Jede 3. erwerbstätige Frau kann aus ihrem eigenen Erwerbseinkommen nicht einmal ihre unmittelbaren Bedarfe decken. Sie hat also nicht genügend für Miete, Lebensmittel, Versicherung, Freizeitbeschäftigung etc. zur Verfügung. Diese Strukturen wirken schon vor der Pandemie, sind durch diese aber verstärkt worden. Mehr Gewerkschaft, mehr Gleichstellung, mehr denn je. Das ist das Motto des diesjährigen Internationalen Frauentags. Denn eins steht fest: die Lohnentgeltlücke in Betrieben mit Tarifverträgen verringert sich um 10%. Betriebsräte und Vertrauensleute sind für sie da, setzen sich für gleiche Bezahlung ein, helfen aber auch bei sexueller Belästigung oder Gesprächen mit Vorgesetzten. Deshalb wünsche ich mir, dass Frauen genügend verdienen, um ihre eigene Existenz sichern zu können. Ich wünsche mir, dass es keine prekären Beschäftigungsbedingungen mehr gibt, sondern eine soziale Absicherung ab der ersten Arbeitsstunde. Ich wünsche mir eine Aufwertung von frauendominierten Berufen und mehr von uns in Führungspositionen. Dass sich Arbeitgeberinnen, wie zuletzt Caritas und Diakonie, nicht gegen Ausweitungen von Tarifverträgen stellen. Außerdem wünsche ich mir eine Förderung von partnerschaftlicher Aufteilung von Haus- und Pflegearbeiten und Kinderbetreuung, zum Beispiel durch flexiblere Arbeitszeitregelungen, der Möglichkeit von Führen in Teilzeit und dem Ausbau von Vaterschaftszeiten. Dankeschön. Jawohl.